Ein kabelloses, multidirektionales Shotgun-Mikrofon für die Verwendung direkt auf der Kamera? Habe ich schon kabellos gesagt? Das ECM-B1M Shotgun-Mikrofon von Sony ist ein kleines Mikrofon mit 8 einzelnen Mikrofonen integriert und einem neuen Beam-Algorithmus, der dafür sorgt, dass man klare Aufnahmen in 3 unterschiedlichen Richtcharakteristiken erhält. Das Mikrofon wird in einer Transporttasche geliefert, außerdem gibt es noch ein paar Zetteln und ein Fellwindschutz dazu. Das Mikrofon hat meiner Meinung nach eine etwas seltsame Form, aber ich meine, wenn es funktioniert, warum auch nicht. Es ist 99,3 mm lang und verfügt über ein Design, das durch seine Bauweise mechanische Stöße und Erschütterungen abfangen und damit Geräusche unterdrücken soll. Das Sony ECM-B1M benötigt zum Betrieb keine Batterien oder Akkus. Es wird ganz einfach auf den Multi-Interface-Schuh der Kamera aufgesteckt und ist quasi sofort einsatzbereit. Sony gibt mit Stand heute die vollständige Kompatibilität mit folgenden Kameras an. Der ZV-E10, der A1, A9II, A7S3, A7R4, A7C und der neuen A7IV. Um die Kompatibilität zu erhöhen, kann man dann direkt noch am Mikrofon auf die analoge Schnittstelle umstellen. Auch kann man die 3 Richtcharakteristiken auf dem Mikrofon umstellen. Also ganz oben hätten wir das Superdirektional. Es bietet eine klare Richtwirkung zur Aufnahme von Geräuschen, die von vorne kommen. Das heißt, du kannst dich auf die Aufnahme der Audio- und Ton- und Geräuschaufnahmen konzentrieren, die von der Vorderseite der Kamera kommen, während die Umgebungsgeräusche minimiert werden. Ja, das zweite ist unidirektional, das heißt, du kannst die Geräusche in so einem Pegel ungefähr aufnehmen. Das heißt aber, dass die Geräusche, die von hinter der Kamera kommen oder von hinter vom Mikrofon kommen, minimiert werden. Und dann gibt es noch omnidirektional, das ist die dritte Stellung. Das heißt, du kannst alle Richtcharakteristiken, also rund ums Mikrofon, aufnehmen. Das hat den Vorteil, dass du zum Beispiel auch den Kameramann oder jemanden, der hinter der Kamera steht, mit einbeziehen kannst in deine Tonaufnahmen. Außerdem gibt es dann noch den ATT-Schalter. Da kann man die Option auswählen, die für die Lautstärke der Aufnahme geeignet ist. Also um laute Töne aufzunehmen und dabei die Verzerrung zu minimieren, wählt man 20 dB aus. Um leise Geräusche aufzunehmen und gleichzeitig zu verstärken, wählt man 0 dB aus. Es wird empfohlen, dass du deine Optionen auswählst, während du die Lautstärkenmessung an der Kamera oder die Lautstärke der Tonaufnahme mit einem Kopfhörer überwachst. Außerdem lassen sich 3 Filtereinstellungen auf dem Mikrofon vornehmen. Zum einen hätten wir NC, das ist Noise Cancelling. Wähle diese Option, um die Funktion des Rauschunterdrückungsfilters zu nutzen. Unangenehme Geräusche werden durch die digitale Signalverarbeitung effektiv beseitigt. Wenn die Klangqualität nicht angemessen erscheint, wähle aus. Dann gibt es LC, das ist der Low-Cut-Filter. Wähle diese Option, um die Low-Cut-Filter-Funktion zu verwenden. Dieser Filter soll durch die digitale Signalverarbeitung Infraschallgeräusche finden, identifizieren und eliminieren. Unerwünschte Geräusche, wie zum Beispiel Wind, Klimaanlagen, Vibrationsgeräusche, werden dadurch minimiert. Ja, und dann gibt es noch die Off-Stellung. Die wählt man aus, wenn man weder ein Noise Cancelling noch den Low-Cut-Filter haben will, logischerweise. Die letzten beiden Einstellungsmöglichkeiten sind ein Genregler, der bei den meisten Leuten wohl auf Stufe 5 eingestellt sein wird und aber nur funktioniert, wenn der Audio-Level-Schalter auf manuell steht. Den Audio-Level-Schalter kann man natürlich auch auf Auto stellen. Der Preis des Sony ECM B1M variiert so zwischen 280 und 380 Euro, je nachdem, wo man bestellt. Allerdings ist es momentan schwer, das Mikrofon zu bekommen, da Sony derzeit einen Produktionsstopp aufgrund des Chipmangels für diverse Kameras sowie dieses Mikrofon verhängt hat. Ich hoffe, die Informationen helfen dir, wenn du überlegst, dir ein neues Mikrofon zuzulegen. Danke fürs Zusehen. Ciao.